Fanny Scholle ist die erste Kampfjet-Pilotin der Schweizer Armee. Heute ist sie hier in Bayern auf dem Militärflugplatz den Medien vorgestellt worden. Und ganz so wohl ist der Fanny Scholle bei dieser Aufgabe nicht gewesen. Ja, es ist nicht mein Job, vor den Medien zu sein. Ich kann eigentlich bei der Pilotin werden. Ich wäre lieber heute geflogen, aber ich finde das schön, dass Sie so viel Interesse haben über unsere Arbeit hier in der Schweizer Luftwaffe. An dem Moment, wo sie das allererste Mal allein eine FA-18 ist geflogen, kann sich Fanny Scholle noch ganz gut erinnern. Es war ein ganz schönes Gefühl und ich werde das nie vergessen, der Moment. Es war wirklich schön und ich werde mich immer daran erinnern. Ich war stolz und begeistert vom ersten Flug und ich habe mich ganz gefreut. In der Luftwaffe hat jeder Pilot einen Spitznamen und der von Fanny Scholle, der ist Schotti. Wie das es aber genau dazu ist gekommen, will sie nicht verraten. Die Spitzname ist etwas, das wir während der Pilotenschule entscheiden und die Tradition ist, dass die anderen Schüler die Spitzname wählen für den anderen Pilot. Und um die Tradition zu respektieren, kann ich nicht erzählen, wieso mein Spitzname Schotti ist.